Dabei ist das Schulungsangebot auch ganz breit aufgestellt, also wirklich von A wie Artificial Intelligence bis Z, Zusammenarbeit in interkulturellen Teams. Ich hätte tatsächlich noch ein paar Fragen. Entwickelt ihr auch meine Skills systematisch weiter? Tatsächlich legen wir da sehr großen Wert drauf, dass die Skills auch wirklich systematisch weiterentwickelt werden. Sowohl die Führungskraft als auch dein HR-Business-Partner schaut dort drauf, zum Beispiel in dem jährlichen Mitarbeitergespräch. Da schaut deine Führungskraft mit dir an, welche Ziele hast du und wie kannst du die in dem folgenden Jahr auch erreichen. Dann haben wir auch noch einen Schulungskatalog. Das heißt, du kannst da mal ein bisschen durchschauen und sagen, okay, ich möchte mich persönlich weiterentwickeln oder nee, ich möchte mich fachlich weiterentwickeln. Und dabei ist das Schulungsangebot auch ganz breit aufgestellt, also wirklich von A wie Artificial Intelligence bis Z, Zusammenarbeit in interkulturellen Teams, also wirklich von A bis Z alles dabei. Dadurch, Wow. dass Bosch so groß ist und wirklich in 60 Ländern auf der Welt vertreten ist und auch verschiedene Geschäftsbereiche hat, hast du immer die Möglichkeit, entweder dich in deinem Fachbereich weiterzuentwickeln, außerhalb deines Fachbereichs oder vielleicht auch im Ausland. Ist Teamfähigkeit ein gesuchter Skill und wie funktioniert das Ganze dann im Remote-Arbeiten mit meinem Team zusammen? Da ist es immer ein bisschen abhängig von der Stelle, welche Skills jetzt benötigt werden, aber Teamfähigkeit, würde ich sagen, ist auf jeden Fall wichtig. Denn auch wenn du jetzt nicht so viel eigentlich im Team arbeitest und eher eigenständig deine Aufgabe erfüllen kannst, wird es früher oder später zu dem Zeitpunkt kommen, dass du für die Ideenfindung und oder auch für die Problemlösungsfindung deine Teammitglieder benötigst. Von daher, zum einen entscheidet das Team gemeinsam, inwiefern kann mobil gearbeitet werden, indem ihr Weeklies zum Beispiel macht, dass ihr euch wöchentlich auch digital trefft, oder Dailies, dass ihr morgens euch kurz zusammensetzt und aktuelle Themen besprecht oder auch privat euch einfach mal trefft. Viele Teams machen es tatsächlich auch so, dass es einfach Teamtage in der Woche gibt, wo alle Teammitglieder zusammenkommen und ja, einen Tag gemeinsam im Büro arbeiten. Noten oder Skills, worauf achtet ihr eher? Schwierige Frage. Tatsächlich, also im ersten Schritt, wenn wir den Lebenslauf angucken, ist es natürlich schwierig zu sagen, diese Skills bringt die Person mit, weil wir das im Lebenslauf natürlich nicht so gut sehen können. Das heißt, die Skills werden wir erst herausfinden, dann im HR-Interview oder auch im Fachgespräch. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass im ersten Schritt erstmal auf die Noten geschaut wird, später dann aber in den Gesprächen, würde ich sagen, der Fokus eher auf den Skills. Welche Skills werden aktuell von euch besonders gesucht? Die Welt wird immer schneller und auch das Arbeitsleben wird immer schneller. Somit sind natürlich Kompetenzen wie Innovationskraft oder auch Kreativität, um neue Lösungen Lösungen zu finden. Aber auch Offenheit für Veränderungen, also Veränderungsbereitschaft, weil sich alles weiterentwickelt. Und in dem Zuge benötigst du auch eine gewisse digitale Affinität, weil einfach auch die Tools immer mehr werden, die uns einfach unterstützen im Arbeitsalltag. Daher, genau, aber auch da wieder grundsätzlich zu erwähnen, das kommt wieder auch ganz auf die Stelle an, weil ein Projektleiter benötigt natürlich andere Kompetenzen als jetzt ein Softwareentwickler. Vielen Dank für das Gespräch und die vielen Antworten.